Hallo Community, hallo Entdeckerfreunde, hallo Dino und Vampire und Merfolk und Pirate Lovers. Die verlorenen Höhlen von Ixalan stehen vor der Tür und in diesem Video habe ich die Ehre, mir ein Pre-Release-Pack öffnen zu dürfen und ein Deck zu bauen. Freue mich schon mega. Wie es weitergeht, sehen wir gleich. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt es schon, die verlorenen Höhlen von Ixalan. Es geht zurück nach Ixalan. Ihr feiert das total. 100% positive YouTube-Kommentare. Alle sagen super, 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 mega coole Reprints. Jurassic World Karten können enthalten sein. Generell, wie gerade schon gesagt, Dinosaurier, Vampire, Piraten und Merfolk als Thema. Erkunden wieder Schätze und auch mega starke Reprints in dem Set. Unglaublich. Ja, ehe wir reingehen, kommen wir aber erstmal kurz zur Verlosung, denn von Ultimate Guard gibt es ja in den Unboxings immer coole Sachen zu gewinnen und da haben wir für euch mal ausgekramt ein Päckchen Hüllen mit dem Magic Spark Design. Das war eine Limited Edition, die gibt es glaube ich mittlerweile so nicht mehr zu bestellen, aber ihr könnt sie jetzt hier in diesem Video nochmal gewinnen und wir legen noch drauf ein aktuelles TCG Player Cap. Ne, die kommen ja immer Limited, es ist Co-Branding mit Trader zusammen mit Ultimate Guard, was uns natürlich sehr ehrt. Und dieses Package könnt ihr gewinnen, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Dann wünsche ich euch viel, viel Glück schon mal. Und jetzt geht's los, Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch mega. Wir waren ja schon mal auf Ixalan unterwegs. Da war Julian noch ganz klein. Ne? Und jetzt geht's halt wieder zurück in diese Welt. Und die habt ihr damals schon gefeiert, weil zum ersten Mal halt auch Piraten und Dinosaurier im Magic-Universum Fuß gefasst haben. Ich werde mir jetzt hier ein 40-Karten-Deck bauen. Aus den 6 Boostern, die enthalten sind. Ihr könnt das auch machen, zum Beispiel auf einem Pre-Release-Event bei uns im Trading Card Superstore oder in teilnehmenden WPN-Läden. Ne? Hier wird schon gesagt, entfessle deinen Entdeckergeist. Wir gucken mal, was wir hier haben. Und wir befassen uns natürlich gerade bei Trader, hier Trader Online Video, intensiv mit den verlorenen Höhlen von Ixalan. Das heißt, wir unboxen uns durch alles durch. Ne? Und da sind wir gerade auf einem guten Weg. Aber es wird natürlich auch mit Events begleitet, auch später Commander-Events, Pre-Release-Events, Friday Night Magic Booster Draft Events und so weiter und so fort. So, im Päckchen selber. Also erstmal generell haben wir hier eine gute Box. Ne? Sieht ja auch schon sehr stylisch aus. Dann einen wieder mal sehr nicen Würfel. Schwarz-Grün sind ja immer sowieso auch sehr böse Magic-Farbkombinationen. Dann eine Kurzanleitung. Wie wir denn ein Deck bauen, mache ich jetzt auch 40 Karten Deck, 15 bis 18 Kreaturen, 5 bis 8 andere Zaubersprüche, 17 Länder werden empfohlen, das heißt 23 Spielkarten und man soll natürlich auf die Mana-Kurve achten. Ne? So, das sehen wir aber gleich. Hier haben wir nochmal einen Trenner, das heißt ich kann in der Box praktisch mein Hauptdeck, Würfel und Sideboard entsprechend verwahren. Dann haben wir eine Pre-Release-Promo-Karte und wir bauen gleich aus 6 Draft-Boostern. Das wird auch jetzt bei Ixalan, verlorene Höhle von Ixalan, das letzte Mal sein, dass wir Pre-Release-Packs mit Draft-Boostern haben. Denn im nächsten Jahr wechselt Magic ja zum Play-Booster. Da werden wir noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, wenn wir da näher an den Release kommen. Aber jetzt nochmal Freude im alten Gewand. Und dann lege ich doch mal los. Ne? Pre-Release-Packs könnt ihr übrigens auch bei Trader euch nach Hause bestellen. Auch eine coole Möglichkeit. Einfach die Edition zu Hause zu bespielen, ne? Denn Pre-Release Pack ist einfach immer ein super Package, denn ihr habt halt die 6 Draft Booster, ihr habt hier die Promokarte und den Würfel. Das ist schon sehr, sehr nice. Und mal gucken, ob wir auch einen Arena-Code hier enthalten haben werden. Was finden wir denn? Wir finden nämlich immer eine Foil-Karte mit dem Promo-Stempel, die immer Rare oder Mythic Rare ist. Dann haben wir hier den Arena-Code. Das ist einmalig einlösbar für jeden Magic Gathering Arena-Account. Das heißt, wenn ihr einen Account habt, euch mehrere Pre-Release-Packs kauft, dann klappt das nur einmal. Hier schaltet ihr 6 Booster, nämlich in Magic Gathering Arena frei, der das zuerst einlöst. Ja, viel Spaß damit. Ja, und dann habt ihr hier noch ein paar Tokens, was auch schön ist. Das heißt, wir haben Endgültigkeitstoken, Betäubungsmarken, ne, plus 1 Marken. Ja, ne, können wir uns da mit austoben. Mal gucken, was das so kann. Und ich habe hier schon meine, das ist also die Sache, ihr habt da praktisch
6 Booster und nochmal die Promo, die kann ja auch wirklich alle Raritäten haben, da könnt ihr richtig coole Sachen finden. So, ich fange schon mal direkt an, nach Farben zu sortieren. Oder wir lesen sie erstmal ganz kurz vor. Felsensohlenschildkröte ist eine 06er Schildkröte für ein grünes und 3. Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Fluchsicherheit. Jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft größer ist als ihre Stärke, weist Kampfschaden in Höhe ihrer Widerstandskraft anstatt ihrer Stärke zu. Das ist hier der Fall. Das heißt, das ist schon eine sehr, sehr gute Kreatur, denn die ist praktisch, ist zwar 0,6, aber passiert bei ihr natürlich auch. Das heißt, die wirst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu, weil die Widerstandskraft höher ist als die Stärke. Das heißt, es ist praktisch für 4 Mana ein 6,6er. Ja. Und im Limited Environment, da wollen wir natürlich immer Druck machen. Das heißt, da geht das Pendel schon mal auf grün. Ne? So, ich lege mir das hier mal so aus, Länder, Artefakte, Multicolored, Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß. Das heißt, das wird dann hier irgendwo rumschwirren. So, das ist das Booster-Päckchen. Denn jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken, was wir denn so finden. Ne? Und im Limited-Bereich, also sprich, wenn wir aus den 6x15 Karten hier das Deck dann bauen, dann geht es ja darum, zum Beispiel Kreaturen und Kreaturenentfernung sind wichtig. Und natürlich, ob wir Bomben ziehen. Ja, Bomben sind halt so richtig, richtig starke Karten, wie jetzt die Schildkröte, die das Siegespendel auf jeden Fall stark zu unseren Seiten hin ausschwenken lassen. Ja, na, generell unboxen wir uns ja hier durch die Edition schon durch. Ne? Jenna und Julian sind da schon intensiv im Setbooster-Display unterwegs gewesen. Schauen sie natürlich auch die Commander-Decks wie alle weiteren Produkte an. Commander werden wir auch bespielen, aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen einlesen hier. Das heißt, nächste Rare-Karte ist die Urwurzel-Pilgerreise. Blau und 1, Verzauberung. Immer wenn ein oder mehrere Nicht-Spielstein-Mehrvölker, die du kontrollierst, getappt werden, erzeuge einen 1-1 blauen Mehrvölk-Kreaturen-Spielstein mit Fluchsicherheit. Das ist natürlich in Limited auch wieder gut, dass ich einfach dann mit Mehrvolk angreifen kann und dann einfach mehr Mehrvolk erzeuge. So. Aha, ein Lageplan. Das ist ein neues Spielstein-Artefakt, ne? Können wir opfern. Eine Kreatur, die ist erkundet. Da haben wir wieder die Erkundenfähigkeit. Ne? Kennen wir schon aus dem ersten Ixalan. So. Kann man alles sehen? Man kann alles sehen, das ist gut. So, ich freue mich auch schon mega drauf, das zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wildnis von Eldraine haben wir bei uns natürlich schon ein bisschen hoch und runter gezockt, aber das Set ist so super. Und ja, viele von euch sind ja teilweise auch erst neu zu Magic gekommen und ich kann euch wirklich nur raten, spielt die Edition mal Probe. Ihr könnt ja wirklich alles miteinander kombinieren. Also das größte Format der Welt ist, spielt die Karten, die ihr besitzt, habt einfach Spaß. Und das kriegt ihr auch. Ne? So, jetzt kommt das nächste, ein Artefakt. Der Jahrtausendkalender für ein Mana Mythic Rare. Legendäres Artefakt. Immer wenn du während deines Entap-Segments ein oder mehrere permanente enttappst, ne, also bleibende Karten hieß das früher, jetzt heißt es permanente, lege entsprechend viele Zeitmarken auf den Jahrtausendkalender. Ach so, okay. Und für zweimal und tappen, verdopple die Anzahl auf Zeitmarken auf dem Jahrtausendkalender. Wenn 1000 oder mehr Zeitmarken auf dem Jahrtausendkalender liegen, opfere ihn und jeder Gegner verliert 1000 Lebenspunkte. Das ist natürlich eine Win-Condition. So, jetzt muss man überlegen. Ich habe ihn und ich enttappe, sage ich mal, 5. Machen wir mal Handlos. Sagen wir mal 5. Verdoppeln. 10, verdoppeln 20, verdoppeln 40, verdoppeln 80, verdoppeln 160, verdoppeln 320, verdoppeln 640 und dann gewonnen. Das heißt, ich brauche so ungefähr 8 Runden, um zu gewinnen. Das heißt, die Karte werde ich sehr wahrscheinlich spielen. Ja. Okay, cooles Basic Land. Ja. Und ein Schatz. So. Ja, ist ja immer schön, also wenn der Gegner die Karte halt nicht wegbekommt, dann kann ich darüber dann gewinnen gehen. Ja, das ist schon mal, und halt natürlich auch generell lustig. Ne? Ja, also Magic feiert ja dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum und bringt uns so viele Editionen und auch ja, Sonderdrucke, ne? Wie entsprechend ja zum Beispiel auch Commander Masters oder jetzt Herr der Ringe. Ne, Doctor Who, was natürlich auch sehr, sehr special ist. Ne? Da ist nicht unbedingt was für jeden dabei. Da wollte ich hier. Mal gucken, dass ich mich jetzt nicht vertue hier. So.
Ach, da sollte Multicolor hin. Deswegen. Schwarz, blau, da geht blau hin. Hier ist der Slot für Multicolor. Mal gucken, ob wir überhaupt Multicolor drin haben. So. Und ich habe ja hier meine Rarecard. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich so viel erzähle, dass ich mich hier nicht verfummel. Ne? So. Aber wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche jetzt erstmal nach den Bomben. Da kommt jetzt was Rotes. Ich versuche natürlich immer, schön ist natürlich, wenn es praktisch sich ein bisschen wiederholt von den Farben, nicht jetzt irgendwie alles verschieden ist, aber es kann auch durchaus sein, dass wir nachher dreifarbig spielen zum Beispiel. Warten wir mal ab. Breaches, eifriger Plünderer. Für ein rotes und zwei Mana 3-3, Erstschlag Goblin-Pirat. Immer wenn ein Pirat, den du kontrollierst, angreift, bestimme eines, das in dem Zug noch nicht bestimmt wurde. Das heißt, er selber löst es ja auch aus. Ne? Erzeuge einen Schatzspielstein. Eine Kreatur deiner Wahl kann diesen Zug nicht blocken. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen. Finde ich auch sehr, sehr stark. Vor allen Dingen generell ist Erstschlag auch schon mal gut. Und 3-3 Erstschlag für 3 Mana, das drückt auch schon. Ja, gut. So. Dann haben wir eine Vollkarte hier. Zauberhafte Höhle. Und nochmal ein Lageplan. So, 3 Booster kommen noch. Das lässt sich ja schon mal bisher alles ganz gut spielen. Weiter im Thema. Multicolored haben wir dann anscheinend nicht in dem Set. Ja. Erstmal, wie gesagt, nach den Farben aufteilen. Und dann geht es ja um Kreaturen und Kreaturenentfernung. Und wir sind jetzt immer noch beim Bombensuchen, ne? oder Finden. Oho, so, da, boom. Mythic Rare ist immer gut. Huatli, Poetin der Einheit. Sind wir wieder bei Grün, das passt ja schon mal mit der Schildkröte. Sie ist 2-3, ne? Das ist ja wieder ein Planeswalker, der seinen Spark verloren hat. Da sind wir jetzt bei einer Storyline, das heißt, wir haben ja pro Edition nur noch einen Planeswalker dabei. Oder aber natürlich frühere Planeswalker, die dann den Spark verloren haben. So, 2-3 Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, durchsucht deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeig sie offen vor, nimm sie auf deine Hand, misch danach, das ist schon mal ganz gut, das kriegt ein bisschen mehr Mana. Und für Weiß-Rot bin ich mit dem Breaches dabei, Weiß habe ich mir bisher noch nicht angeguckt. Und das ist ja Hybrid-Mana, das heißt, ich kann auch komplett Weiß weglassen und nur Rot spielen, also Rot oder Weiß. Und 3, schicke Wardley ins Exil, bringe sie dann transformiert unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück, aktiviere die Fähigkeit der Hexerei und dann habe ich eine Sage. Brüllen des fünften Volkes. Für 1, erzeuge 2, 3, 3 grüne Dinosaurier-Kreaturen, Spielsteine. 2, das Brüllen des fünften Volkes erhält Kreaturen, die du kontrollierst, haben Tappen, erzeuge rot, grün oder weiß. Das heißt, auch die Dinos können mir noch helfen, noch mehr Mana zu erzeugen. Auf 3, du suchst in der Bibliothek nach einer Dinosaurier-Karte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Ah, wir haben noch bestimmt Multicolor Dinosaurier. Hm. Und 4, Dinosaurier, die du kontrollierst, erhalten Doppelschlag, unversorgten Trampelschaden bis Ende des Zuges. Das ist eine Bombe, meine Freunde. Die spielen wir auf jeden Fall. Da ist das Pendel schon mal ganz stark bei Grün-Rot, was natürlich auch so ein bisschen Draufhau-Dino-mäßig ist. Ne? Das finde ich ja schon mal ganz, ganz gut. Aber also die Karten, die können schon richtig was. Ja, hier können wir selber noch was draufschreiben. Ne? Und noch mal ein Land. Und jetzt kommt eine vorletzte Booster. Ja, die Edition ist einfach gut. Mittlerweile ist bei Magic ja für jeden was dabei. Das heißt, die Sets, die differieren auch sehr, sehr stark. Und wenn ihr mal rückblickend schaut, irgendwie, was da dieses Jahr alles kam, das ist schon krass, aber auch thematisch halt einfach super gut. Ne? Dass Magic ja so ähnlich wie so ein bisschen mit Marvel oder so ja wirklich einfach in den verschiedenen Welten da auch wechseln kann. Und das Spiel wird immer frisch gehalten. Ne? Es kommen immer wieder neue Impulse dazu. Das ist halt einfach mega cool. So, und hier geht's mit Rot weiter. Oh, 3 Rote und 4 auf Gold stoßen. Hexerei. Entdeckung 10. Falls der Mana-Betrag der entdeckten Karte weniger als 10 ist, erzeuge so viele getappte Schatzspielsteine, wie die Differenz beträgt. Um Entdeckung 10 anzuwenden, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Landkarte und Mana-Betrag 10 oder weniger ins Exil schickst. Wirke sie, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, oder nimm sie auf deine Hand, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. So, Entdeckung 10, das kostet 7 Mana, ist eigentlich viel zu teuer für dieses Format. Das ist nämlich so eine Commander-Karte. Nee, die ist so teuer, die werde ich nicht spielen. Da komme ich nicht hin. Ja. Aber interessant. Ne? Schöne Basic Lands und ein Gnome-Token. Das ist
kriegen sie auch wirklich richtig gut hin, dass dann jetzt immer pro Edition auch Full Art Basic Lands zu finden sind. Und man fühlt dann die Edition einfach noch ein bisschen mehr, finde ich. Ne? Das rundet das alles ein bisschen mehr ab. Ist schon sehr, sehr nice. Aber Multicolor, seht ihr, das Slot ist noch leer. Da kam bisher noch nichts. Vielleicht nur im Rare, Mythic Rare Slot. Gucken wir mal. So. Da ist ein Dinosaurier. So. Jetzt sind wir noch bei Weiß. Das Weite suchen. Weiß und 1. Zerstöre eine Kreatur, eine Verzauberung oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ihr bzw. sein Beherrscher erzeugt 2 Lageplanspielsteine. Ne? Das hatten wir jetzt hier gerade gehabt. So. Wir sagen es auch nochmal, sie sind Artefakte für 1 und tappen opferliches Artefakt eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Erkundet, aktiviert die Fähigkeit wie eine Hexerei. Ne? So. Erkunden heißt nochmal, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand. Lege sonst eine +1/+1 Marke auf die Kreatur und leg dann die Karte zurück oder auf deinen Friedhof. Ne? Mhm. Okay. Aber ich nehme natürlich auch die stärkste Bedrohung raus. Ne? Okay, das heißt, bei Weiß wären wir notfalls auch noch. Das würde ja immer noch hier auch mit meiner Huatli passen. Okay, gut. So, das heißt, wir schauen jetzt uns erstmal Rot und Grün an und dann geht es weiter mit den anderen Farben. Ich lege das erstmal hier so ein bisschen alles an die Seite, dass wir uns Weiß nachher noch anschauen. Da war ja noch eine Rare drin. Schwarz, Artefakte gucken wir uns an. Blau wäre jetzt sehr wahrscheinlich erstmal raus, weil wir sind ja auf Dino geparkt. Aber wir schauen es uns durch. Länder haben wir auch gleich noch im Blick. Fangen wir erstmal hier an. Mit Grün und Rot. So, wir wollen auf jeden Fall spielen. Die Schildkröte, ne, haben wir gerade gehabt. Das lege ich dann hier in den 4-Mana-Slot, so 1, 2, 3, 4 und unten dann noch Verzauberungen, Removals. Wir wollen ja, wie gesagt, jetzt ein 23-Karten-Deck spielen, 17 Länder. Ne? Gut, dann kommt auf jeden Fall der Dinosaurier rein. Wir sind jetzt ja hart auf Grün. Das heißt, ein 4-5er Reichweite Trampelschaden, das ist einfach immer eine sichere Bank. Und hier würde es ja eventuell durch die Schildkröte sogar zu einem 5-5er werden. Ne? Gut, zack. So, überraschende Wendungen. Ist eine Verzauberung, falls eine Kreatur die du kontrollierst erkunden würde, wendest du stattdessen Hellsicht 1 an und jene Kreatur erkundet danach. Wenn die überraschenden Wendungen ins Spiel kommen, erkundet eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Wenn ein Land oder eine Kontrolle ins Spiel kommt und falls du 7 oder mehr Länder kontrollierst, transformiere die überraschenden Wendungen und dann wird sie zum Pilzlabyrinth. Wieder für ein grünes Mana oder für 4 Mana schau dir die obersten 4 Karten der Bibliothek an und du kannst eine Kreaturenkarte offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen, leg den Rest zu viel rein vor unter deine Bibliothek. Die ist ganz gut, gefällt mir. Aber mal gucken, ob ich denn überhaupt Erkunden spiele. Ne? Das heißt, wir packen sie erstmal unten drunter. Badendes Wasserschwein. 1-3 für 2 Mana. Abstieg 4. Das badende Wasserschwein erhält +3/+0, solange dein Friedhof 4 oder mehr Permanentkarten enthält. Da muss ich natürlich gucken, dass ich den Friedhof irgendwie auch voll bekomme. Wäre dann natürlich ein 4-3er. Aber ich muss dann ja auch schauen, wie ich das schaffe. So, verwüstendes Brontodon, das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ist natürlich wieder hart grün, spielen wir aber. Grün wird also meine Hauptfarbe sein. Einfach ein 3-4er Dinosaurier für 1, opfern, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Super, wird auf jeden Fall gespielt. Malamed Kriegsglyphe. Für ein grünes Mana Hexerei bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Falls die Kreatur, die du kontrollierst, in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, legt eine +1/+1 Marke auf sie, dann kämpfen die Kreaturen gegeneinander. Das ist super, ne, weil ich ja einfach starke Kreaturen habe, nutzt meine Kreaturen im Kampf einfach die andere dann Platz zu machen. Wird auf jeden Fall gespielt. Sowas kennen wir unter Grün mittlerweile schon, das ist ja in mehreren Editionen mal drin gewesen. Ne? Aber ist auch gut. Minenschachtspinne. Ein grünes und 4. 3-4 Reichweite, kann Flieger blocken, das ist gut. Ich werde sehr wahrscheinlich unter Grün-Rot praktisch keine Flieger haben, deswegen, wenn ich Flieger blocken kann, ist das gut. Und wenn sie ins Spiel kommt, kannst du 2 Karten millen. Das bringt mich wieder hier in den Abstieg rein. Ne? Und wir müssen nicht millen, wir können. Spielen wir auf den 4-Mana-Slot. So. Und ist halt auch 3 vorne, ne? 3-4. Hält auch natürlich viele kleine Kritter ab, die uns dann nicht mehr angreifen. So, Kaselms Steinbaum für 3 Mana. Artefakt. Wenn er ins Spiel kommt, schau dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Länderkarte gezappt ins Spiel bringen, leg den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Und dann haben wir
Anfertigung. Das ist ja auch eine neue Fähigkeit. Anfertigung mit einer Höhle. Das heißt, für 6 Mana schicke dieses Artefakt ins Exil, schicke eine Höhle, die du kontrollierst, oder eine Höhlenkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Bringe diese Karte transformiert unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Spiele Anfertigung wie eine Hexerei. Wäre dann ein 5-5er Golem, aber Höhlen habe ich, glaube ich, gar nicht großartig viel. Ich hätte hier eine Höhle. Kann ich Bibliothek nach einer Standardlandkarte suchen, sie getappt ins Spiel bringen, dann haben wir die Höhle im Friedhof. Hier habe ich noch eine Höhle, unter Blau werde ich nicht spielen. Hier habe ich eine Höhle, erzeugt einmal einer beliebigen Farbe. Und ich kann die zauberhafte Höhle opfern, die 2+1+1 Marken mit Kreatur meiner Wahl legen. Und ich habe ein höhlenartiges Maul, erzeugt ein farbloses Mana und für 2 Mana wird es bis zum Ende des Zuges zu einer 3-3 Elementarwesen-Kreatur. Ist immer noch ein Höhleland, aktiviert die Fähigkeit nur, falls die Anzahl an Höhlen, die du kontrollierst, plus die Anzahl an Höhlekarten in deinem Friedhof 3 oder mehr ist. Das wird also nicht funktionieren. Und eine weiße Höhle, das heißt, ich habe zu wenig Höhlen. Nee, das klappt nicht. Weiter. Gestörter Schlummer. Spontanzauber. Bis zum Ende des Zuges wird ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, zu einer 4-4 Dinosaurier-Kreatur mit Reichweite und Eile. Es ist immer noch ein Land. Es muss in dem Zug geblockt werden, falls möglich. Das ist auch nochmal cool mit meiner Huatli-Sage, wo die Dinosaurier ja nachher Doppelschlag bekommen und trampeln. Ne? Glaube ich, war's. Das heißt, das lege ich mir schon mal hier an die Seite. Und Spontanzauber kann ich ja auch im gegnerischen Zug machen, zum Beispiel. Ne? Um dann ein Land nochmal zum 4-4er Block abzumachen, ist es praktisch auch nochmal eventuell ein Removal. Sucherin des Sonnenlichts, 1-1er Mehrfolgsspeer. Sagt für 3 Mana, sie erkundet, aktiviert die Fähigkeit wie eine Hexerei. Das ist generell gut, das heißt, ich kann mir die Karte nachher hochzüchten. Oder entsprechend, ich habe ja, wirklich, hilft mir auch beim Mana-Aufbau. Ne? Lege ich mir mal auf den 1-Mana-Slot. Verstecktes Höhlenforschers für 2 Mana Artefakt. Kommt mit 2+1+1 Marken ins Spiel. Immer wenn eine Kreatur mit +1/+1 Marke, die du kontrollierst, stirbt, legt eine +1/+1 Marke auf das Versteck des Höhlenforschers. Aha. Und für Tappen bewegt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Aktiviert die Fähigkeit wie nächste Reihe. Ja, geht so. Finde ich jetzt nicht so stark. Bisher habe ich noch nichts mit +1 Marken. Gehen wir mal weiter. Geschichtsträchtiger Fund für Grün und 2. Decke die obersten 4 Karten in der Bibliothek auf. Du kannst davon eine Kreaturenkarte und oder eine Länderkarte auf deine Hand nehmen. Leg den Rest in deinen Friedhof. Ja, nimmt mir einen Slot weg. Ich habe jetzt nicht so viel, deswegen packe ich es auch erstmal weg. Abwärts in die Schlucht. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Das ist immer noch mal sehr gut. Vor allen Dingen natürlich in Kombination mit Wildnis von Eldraine, weil da ja auch nochmal im Subset die zauberhaften Märchen waren, die bezaubernden Märchen. Aber ich habe hier noch eine zweite Möglichkeit und wir sind ja schließlich gerade auf Ixalan. Eine Kreatur, die du kontrollierst, erkundet und erkundet dann erneut. Das finde ich schon wieder sehr, sehr gut. Das wäre auf jeden Fall eine Sideboard-Karte. Ich packe sie mal hier hin. Mal gucken, ob die nachher ins Main-Deck wandert. Huatlis Todesstoß für Grün und 2 Mana eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Sie fügt einer Kreatur, die an Gegner kontrolliert, Schadenspunkte in ihrer Stärke zu. Die spielen wir auf jeden Fall. Da wird jetzt nicht gekämpft, sondern Schadenspunkte in Höhe der Stärke zugefügt. Wunderbar. Aber ihr merkt, wir brauchen dafür auch Kreaturen, sonst sind die Karten ja wirkungslos. Ne? So, Ableger der Mykotyrannin. Grün und 1, 2/2. Und für 7 Mana lege 7+1/+1 Marken auf ein Nicht-Kreaturland deiner Wahl, das du kontrollierst. Es wird zu einer 0-0 Pilzwesen-Kreatur mit Eile, ist immer noch ein Land. Das wäre so eine Karte, ja, wenn ich nicht genug Kreaturen habe, dann könnte man die spielen, weil vielleicht kommen wir tatsächlich auf die 7 Mana. Aber ne, wir gucken mal, wir müssen ja auch die Mana-Kurve hier voll bekommen. Ich lege sie mal so ein bisschen, ne, so. Malamed-Sense für 3 Mana, Aufblitzen, Ausrüstung. Wenn sie ins Spiel kommt, leg sie an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Die ausgerüstete Kreatur +2/+2 und ausrüsten sonst 4. Ist natürlich eine schöne Überraschung. Kreatur wird stärker, aber beim Verstärken bin ich gerade noch nicht. Gucken wir jetzt mal weiter. Malamed-Veteran, das ist ein 5-4er. Der wird also auch durch die Schildkröte nicht verändert werden, weil ja da die Stärke höher ist als die Widerstandskraft. Er trampelt, hat einen Abstieg von 4. Das heißt, immer wenn er angreift und falls sein Friedhof 4 oder mehr Permanentkarten enthält, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, kann auch selber sein, der kommt mal auf den 5-Mana-Slot. Ja, denn 5-Mana, wir haben ja immer ein bisschen mehr Zeit hier im Limited-Format. Das heißt, 5-Mana ist realistisch, dass wir da auch hinkommen, auf jeden Fall. So, fürsorglicher Borstenkamm. Da ist 7 Mana, ist dann halt schon krasser.
Ist aber auch ein Dinosaurier, jeweils ein Katzenkrieger. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen 3-3 grünen Dinosaurier-Kreaturenspielstein. Und die hätte Waldumwandlung. Das gefällt mir. Das heißt, für 2 Mana wirf diese Karte ab, durchsucht deine Bibliothek nach einer Waldkarte, zeigt sie auf dem Vor, nimmt sie auf deine Hand und mische danach. Das heißt, wenn ich noch Mana brauche, kann ich ihn abwerfen. Hilft mir dann auch sprechen wieder hier für Abstieg. Also da seht ihr auch, wie gut das Set-Design mittlerweile ist, dass es einfach sehr gut ineinander greift. Nehme ich mit rein. Ist auch mein Heilmana-Slot. Ja, Huatli, definitiv. Ist jetzt ja auch eine Kreatur. Ja, zack. Da sind wir. Bin ich schon richtig? Ja, da kommt auch kein Weißer mit rein, merken wir schon. Und dann sind wir auch hier schon einmal durchgegangen. Das heißt, jetzt geht's mit Rot weiter. Und wir haben ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, ich bin so ungefähr auf der Hälfte. Die anderen sind ja so, kannst du, musst nicht haben, Karten. Ne? So, auf Gold stoßen wollen wir nicht spielen. Wir gehen erstmal. Auf jeden Fall kommt rein hier unser Breaches, der eifrige Plünderer. Das ist wieder eine 3-Mana-Karte. Haben wir ja gerade immer die Rares droppen, ne? Das ist auch so, dass praktisch im Limited-Format, wenn man die Rare-Karte dann auch zieht oder die Mythic Rare vielleicht noch, dann ist dann auch so eine spielerische Wendung. Das kann das einfach, das Blatt einfach total zu euren Seiten ja, wenden, das Ruder rumreißen. Das sind ja genauso X-Alan-Begriffe. Ne? So, wer hat reingeguckt? Ja, gut. Waghalsige Erkundung. Für ein rotes und 4-Mana-Hexerei bis zu 3 Kreaturen deiner Wahl können in diesem Zug nicht blocken. Entdeckung 4. Interessant. So, Entdeckung 4. Schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst bis zu einer Nicht-Landkarte bei Mana-Tag 4 oder weniger ins Exil schicken. Wirke sie, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das finde ich ja auch interessant. Oder nimm sie auf deine Hand. Ja, gucken wir erstmal weiter. Sonnenschutz, Schussmiliz. Rot und 1, 1, 3. Tappe zwar ungetappte Artefakte und oder Kreaturen, die du kontrollierst. Die Sonnenschutzmiliz fügt jedem Gegner einen Schadenspunkt zu, aktiviert die Fähigkeit wie eine Hexerei. Das ist ärgerlich, dass ich das in meinem Zug machen muss. Ne, Hexereien darf ich ja nicht, sonst wäre die super. Aber dadurch sage ich, nee. So, aber hier, Dinosaurier. Der hat Reichweite, 4, 5. Ne? Für 5 Mana und für Tappen fügt jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Das ist wunderbar, denn auch gerade in, es kann ja im Limited-Format immer zu einer Patt-Situation kommen. Das heißt, das Board ist auf beiden Seiten so voll, dass sich niemand traut anzugreifen, denn man wird sich da irgendwie nur zermürben. Deswegen sehr, sehr schön, dass wir auch hier einfach Schaden schießen können, ohne anzugreifen. Der kommt auf jeden Fall rein und 5 Mana, wie gesagt, ist auch machbar. Sonnenfeuerfackel. Ein rotes Ausrüstung. Die Ausrüstungskreatur hält +1/+0 und hat immer, wenn diese Kreatur angreift, kannst du die Sonnenfeuerfackel opfern. Wenn du dies tust, fügt diese Kreatur einem Ziel dann mal 2 Schadenspunkte zu. Ausrüsten wäre 1. Aber ich muss ja nicht die Kreatur opfern, sondern die Fackel muss ich opfern. Wäre praktisch ein Schuss, der Kreatur erstmal +1/+0 gibt. Die kann ich aber entsprechend auch an Breaches anlegen, der ja Erstschlag hat. Das heißt, so schlecht ist es auch nicht. Ich lege das mal auch so ein bisschen hier auf die Seite. Guck mal. Etalis Gunst. Rot und 2 Mana. Aura. Verzaubert eine Kreatur, die du kontrollierst. Wenn Etalis Gunst ins Spiel kommt, wende Entdeckung 3 an. Das heißt, schick Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil. Bis du eine Nichtlandkarte mit Mana-Verzauber 3 oder weniger ins Exil schickst, wirke sie, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Oder nimm sie auf deine Hand. Das muss man natürlich immer ausprobieren. Ne? Die verzauberte Kreatur hält +1/+1 oder Trampelschaden. Ja. Ich bin jetzt vom Mana-Kostenbereich aber höher. Das heißt, sehr wahrscheinlich packe ich die dann einfach nur. Ne, jetzt wird er unter die Bibliothek gelegt. Hm? Okay. Nee. Kommt runter. Polternder Bergsturz, Hexerei, Rot und 3. Fügt einer Kreatur deiner Wahl so viel Schadenspunkte zu, wie die Länder kontrollierst. Okay, 4. Das werde ich spielen, denn wir brauchen ja Removal und das ist Removal. Und ich werde ja zu dem Zeitpunkt, werde ich ja wahrscheinlich 4 Länder haben oder 5 Länder. Das heißt, ich schieße 4 oder 5 Schaden. Und ich kann das ja auch in der zweiten Hauptphase spielen. Zum Beispiel, dass ich erst mit Kreaturen angreife, ne, und nachdem dann der Kampfschaden durch ist oder so, dann nochmal hinterher schieße. Ne? Deswegen kommt die auf jeden Fall rein. Ihr merkt aber auch, Removal und Kreaturen ist halt auch schon spärlich gesät. Ne? Man muss dann wirklich gucken. Schauen wir gleich weiß auch nochmal an. Kind des Vulkans. Ein rotes und 3-Mana 3-3 Elementarwesen mit Trampelschaden. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug abgestiegen bist, ja,
lege eine +1/+1 Mark auf das Kind des Vulkans, dann müsste ich natürlich mehr Absteigen spielen, kommt erstmal nach hinten, denn so viel habe ich da ja nicht. Ich spiele dann lieber die Dinosaurier. Hier, tobender Ceratops, 5-4. Kann nicht geblockt werden, außer von 3 oder mehr Kreaturen. Ja, der kommt rein. Ihr seht, da sind wir auch schon hier höher unterwegs, ne? Götze des Königs der Tiefen. Artefakt für ein rotes und 2 Mana. Aufblitzen. Wenn der Götze der Königs der Tiefen ins Spiel kommt, fügt er einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das wäre auch wieder Direct Damage. Das gefällt mir. Anfertigung mit einem Artefakt. Das kann auch entsprechend hier Lageplan sein. Aber Lagepläne mache ich, glaube ich, selber noch gar nicht, ne? Hier wird erkundet. Hier auch. Auch, ne, ich bin bisher nur am draufhauen. Ich mache noch keinen Lageplan oder so, ne? Bin einfach ganz normal auf Creature Damage aus hier. Einfach nur dicke Kreaturen legen. Klassisches Magic. Ja, aber wenn die Booster das hergeben, ne? So, okay. Anfertigung mit einem Artefakt. Gut. Das heißt, schicke dieses Artefakt ins Exil, schicke ein weiteres Artefakt, das kompliziert, oder eine Artefaktkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Bringe diese Karte transformiert unter der Kontrolle des Besitzers ins Spiel zurück. Wäre dann Makuahuitl des Königs Ausrüstung. Wenn er ins Spiel kommt, legt er eine Kreatur in der Wand und kontrolliert die ausgerüstete Kreatur +2/+0. Ja, das ist jetzt auch nicht so spannend. Okay, weiter. Tektonische Gefahr. Fügt jedem Gegner für jede Kreatur, die er kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Das kann einfach helfen, nachher nochmal so vielleicht notwendige irgendwie 3-4 Schaden am Ende zu schießen. Ist aber ein bisschen mehr Sideboard-Karte, finde ich. Lege ich mir trotzdem immer auf die Seite. Instabile Wanderglyphe. 2-2. Immer wenn sie getappt wird, kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Das heißt, es passiert wenigstens einmal. Ich brauche aber was im 2-Mana-Slot. Das heißt, ich lege sie mal dazu. Verhängnisvoller Einsturz. Fügt jeder Kreatur und jedem Planeswalker x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an Höhlen ist, die du kontrollierst, plus der Anzahl an Höhlenkarten am Friedhof. Davon haben wir ja gerade schon gesehen, habe ich zu wenig. Kavallerie der lodernden Sonne ist ein Menschritter. Immer wenn die Kavalleristin der lodernden Sonne angreift oder blockt, während du einen Dinosaurier kontrollierst, was ich sehr wahrscheinlich habe, erhält sie +1/+1 bis Ende des Zuges. Das heißt, die ist auf jeden Fall schon eine gute 2-Mana-Karte, die kommt auf jeden Fall rein. Aufscheuern. Super. Ach, richtig gut. Ist jetzt Kamen. Okay. Rot und 1. Bestimme eines. Fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Die wird auf jeden Fall gespielt. Super. Sowas wollen wir. Und dann sind wir bei auf Gold stoßen. Okay, gut. Jetzt zählen wir mal durch. Wenn ich jetzt hier den Ableger da mit reinnehmen würde, dann hätte ich auch Kreaturen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist ein bisschen wenig. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das heißt, das wird alles noch ein bisschen dünn. Aber wir haben uns ja die Artefakte noch nicht angeschaut. Was haben wir denn bei den Artefakten? So, wir haben einen huschenden Landvermesser. Für 4 Mana 3, 2. Wenn er ins Spiel kommt, durchsucht deine Bibliothek in einer Standardland- oder Höhlkarte. Bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Ja, finde ich jetzt, ja, wäre so eine Notkarte. Magisches Fernrohr. Wenn es ins Spiel kommt, schau die Karten auf Hand deines Gegners an. Bestimme dann einen beliebigen Kartennamen. Aktiviert die Fähigkeiten mit bestimmten Karten. Können nicht gespielt. Nein, dann brauchen wir nicht. Jagdblasrohr. Die ausgerüstete Kreatur hat +1/+1. Die ausgerüstete Kreatur hat Todesberührung, solange es dein Zug ist. Andernfalls hat sie Reichweite und Ausrüstung 2. Die finde ich cool. Ja, denn wir wollen ja angreifen und dann haben wir immer noch, hat die Kreatur immer noch Todesberührung. Das heißt, das macht die Kleinen auch besser hier, ne, weil die werden dann sehr wahrscheinlich immer durchkommen. Gefällt mir richtig gut und ich kann ja sogar später nochmal umausrüsten. Das heißt, ich kann mit der Kreatur angreifen, ausgerüstet, dann hat sie Todesberührung, der Gegner wird sie sehr wahrscheinlich blocken. Und dann in der zweiten Hauptphase kann ich sagen, ich rüste auf eine andere Kreatur um, die dann halt noch umgetappt ist und blocken kann zum Beispiel und dann Reichweite hat. Das heißt, die finde ich gut. Die kommt mal rein. So, das ist übrigens eine weiße Karte. Schwebesteinpilger 2-5 für 5 Mana wäre mit der Schildkröte 5-5. Ja, weil sie ja bei einer, ne, Schildkröte, nochmal zur Erinnerung,
Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Flugsicherheit. Jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft größer ist als ihre Stärke, weist Kampfsteinhöhe ihre Widerstandskraft zu anstatt ihrer Stärke. Ne? Okay, alles klar, gut. So, zack. So, fliegend wäre dann 5-5 Flieger, Leute. Nur, also Abwehr 2. Das heißt, immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die bzw. den Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. und jeder Spieler bezahlt 2. Und für 2 Mana lege eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof unter die Bibliothek des Besitzers. Okay, das heißt, das wäre nochmal so ein 5er. Bin ich natürlich sehr hoch, aber egal, ne? Einfach auf 5 Mana gehen und dann immer rauszimmern. Sonnenvogelstandarte. Erzeug ein Mana beliebigen Farbe. Für 3 Mana. Anfertigung mit einem oder mehreren Permanenten und oder Karten 5. Das heißt, 5 Mana und schicke dieses Artefakt ins Exil. Schicke ein oder mehrere weitere Permanente, die du kontrollierst und oder Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Bringe diese Karte transformiert unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Spiele Anfertigung wieder eine Hexerei. So, und dann, komm, jetzt sei mal richtig gut. Sonnenvogel-Abbild. Fliegend, Wachsamkeit, Eile. Der wird gespielt. Stärke und Widerstandskraft des Sonnenvogel-Abbilds sind gleich der Anzahl an Farben unter den Karten im Exil, die zu seiner Anfertigung verwendet wurden. Ah, okay, gut, dann ist er doch nicht so stark. Für Tappen erzeugt für jede Farbe unter den Karten im Exil, die zur Anfertigung des Sonnenvogel-Abbilds verwendet wurden, ein Mana jener Farbe. Ah, verstehe. Okay, der ist nicht so zum Draufhauen. Mit einem oder mehreren Permanenten und oder Karten. Schicke diese Artefakte ins Exil. Schicke ein oder mehrere weitere Permanente, die du kontrollierst und oder Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Ich sag mal, ich habe dann schon was im Friedhof. Der ist ja generell schon mal gut. Der gibt mir Mana beliebigen Farbe und ich muss ja schneller Mana aufbauen. Ich habe jetzt ja nichts im unteren Mana-Bereich. Deswegen kommt dieser wahrscheinlich rein, weil ich einfach schneller Mana machen will. Ne? Und dann habe ich nachher noch die Möglichkeit, dass ich einfach schon irgendwie hier grün und rot im Friedhof habe. Das heißt, ich kann dann einfach eine grüne und eine rote Karte weghauen. Und hab dann einen 2-2er. Ja, es ist nicht so mega prickelnd. Aber ich glaube, ich pack den doch rein, weil ich einfach ein bisschen mehr Mana-Beschleunigung habe. Ich brauche einfach Mana-Ramp. Ne? Da hilft mir übrigens auch hier die Sucherin des Sonnenlichts. Ne? Ich nehme hier mal mit rein, um einfach mehr Mana aufzubauen. So. Unaufhaltsamer Rollstein, aufblitzen. Wenn er ins Spiel kommt, fügt er einer Kreatur seiner Wahl, die dann geht er 6 Schadenspunkte zu. Hat Umwandlung 2. Der gefällt mir fast besser als der Sonnenvogel. Nee, der Sonnenvogel gefällt mir besser. Ja, ich muss ja möglichst schnell auf die 5 Mana kommen. Hier habe ich einen Einmaleffekt. Nee. Ich kann, ach, den Jahrtausendkalender. Den wollen wir natürlich immer während deines Enttapp-Segments und falls ein oder mehrere permanente Enttapps legen entsprechend viel Zeitmarken drauf. Ja, den. Der ist einfach cool. Haben wir gesagt, 8 Runden, ne? Ja, der kommt rein. So, okay, ja, dann können wir schon mal ein bisschen gucken. Ich habe jetzt nicht so viele Kreaturen, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte. So, das heißt, hier war ich am Überlegen. Nee, kann ich mal, die rutschen dann alle ins Sideboard. Ne? Das wäre jetzt Zerstörer, Artefakt, Verzauberung, eine Kreatur deiner Wahl, die erkundest und so. Aber ich habe ja nicht so viele Kreaturen. Das heißt, ich muss eigentlich gucken, dass ich möglichst schnell hier, zack, meine Kreaturen auch legen kann. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Boom, Leute. So wird's gespielt. Wie gesagt, das hier sind dann die Sideboard-Karten. Ne? Weiß schaue ich mir noch einmal ganz kurz an. Aber das dann zu splashen, gucken wir mal ganz kurz. Ne? So, hier hätten wir Artefakte tappen. Ein 2-4er. Enttappt werden das nächste Mal des Spielers. Ja, ein 4-4er. Mit Hellsicht, fliegt aber nicht. Fliegen Wachsamkeit, Lobpriester ein 3-2er. Na, ich muss jetzt eine richtige Bombe haben. 1-1 Doppelschlag. Nee, das hier ist zu viel Weiß dann entsprechend, um es zu flashen. Nee, das passt schon. Na, hier hätte ich entsprechend natürlich das Weitesuchen gehabt als Rare, aber nee, passt. Gut, unter Schwarz hätte ich jetzt... ich bleib dann lieber stabil. Hier Dinosaurier wieder für 2 Schwarze.
Nein, nein. Ja, da bleiben wir schön brav bei unseren Farben, denn ich habe ja genug. Ne? Also sprich, kann man bei den Ländern noch mal kurz gucken. So, ich suche das, du suchst eine Standardlandkarte, übrigens, ich habe den Spiel, das lassen wir weg. Wir spielen einfach 402 farbig jetzt, das heißt, da komme ich schon klar. Ne? Können wir ganz normal spielen. Und dadurch, dass wir oftmals mehrmals grün haben, werden wir es so spielen. Ich habe jetzt da 23 Länder. Das heißt, ich werde 8-mal Gebirge spielen und 9 Wälder. Dann bin ich auf 17 Länder. Plus die 23 Karten sind entsprechend dann 40 Karten. So wird es gezockt. Ne? Und wie gesagt, was macht mein Deck? Mein Deck will jetzt möglichst schnell dahin in den 4- oder 5-Mana-Bereich. Und dann eigentlich mit den dicken Kreaturen dominieren. Ne? So, das heißt, günstig fangen wir erstmal mit der Sucherin des Sonnenlichts. Ne? Die kann ich mir noch ein bisschen hochleveln, aber da habe ich einfach vielleicht auch die Möglichkeit, Länder zu finden. Das hilft mir entsprechend. Ne? Genau wie auch einfach schon mal möglichst schnell den Jahrtausendkalender zu legen und einfach dann über die Spielzeit den Sieg zu holen. Sonnenvogelstandarte ist die zweite Mana-Karte, die ich einfach schnell legen möchte. Blasrohr, wie gesagt, nochmal, um den kleinen Kreaturen anfangs Todesberührung zu geben, wenn ich angreife, ne, entsprechend, weil ich will ja dann mal gucken, wenn es halt kommt, ne, finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Kann ich aber sonst auch schnell boarden, wenn ich merke, das hilft mir nicht, dann kann ich zum Beispiel boarden hier gegen abwärts für die Schlucht. Vielleicht kann ich auch zuerst abwärts für die Schlucht spielen. Ne, ich lasse das Blasrohr erstmal drin. +1/+1, Todesberührung. Wir wollen ja aggressiv auch sein. Mal gucken, wie es läuft, ne? Wie schnell die anderen sind. Aber ansonsten wäre das eine Möglichkeit, hier gegen abwärts in die Schlucht zu boarden. Ne? So. Und dann sind wir bei Kreaturenverstärkung. Hier bis zum Ende des Zuges wird ein Land deiner Wahl zu einer 4-4 Dinosaurier-Kreatur mit Reichweite und Eile. Ne? Wenn es angreift, muss es geblockt werden. Das kommt gleich sehr, sehr gut hier mit der Huatli, hatte ich ja vorher erzählt. Ne? Denn die sagt, ja, die bringt ja nachher Dinosaurier mit, wenn ich sie transformiere. Kostet ja auch wieder 5. Zeit damit roten Mana, weißes brauche ich nicht. Und die sagt ja nachher, Dinosaurier, die du kontrollierst, erhalten Doppelschlag und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das ist dann so praktisch der Winner, denn ich habe ja super viele Dinosaurier. Hier mein First Striker Piraten, der mir auch noch einen Schatz bringt. Das heißt, der macht mir auch noch mal schneller. Brontodon ist sowieso super, ein 3-4er. Ne? Wenn ich versuche, Mana aufzubauen, komme ich nachher vielleicht auch auf die 7 Mana von der Mykotauranin. Ansonsten habe ich einfach für 2 Mana auch irgendwas liegen, damit ich ein bisschen was habe. Ne? Genau wie hier. Ja. Karte irgendwie Karte abwerfen, welches macht, ziehe ich eine Karte, gucken, ob ich es brauche oder sonst irgendwas. Aber ich brauche was im 2-Mana-Slot. Schöner ist dann entsprechend die Kavalleristin, die auch schon 3-3 sein kann. Und dann vielleicht auch dann ist mit dem Blasrohr dann wieder hier +1/+1 Todesbüro. Mal gucken, wie es so läuft. Ne? Genau. Und dann geht es halt wirklich los. Mit der Schildkröte, die ja selber 6-6 ist, ne? Dann hier mit Reichweite Trampelschaden 4-5 oder durch die Schildkröte 5-5er Dinosaurier. Mit der Spinne, die 3-4 ist oder 4-4 durch die Schildkröte als Reichweite. Ne? Dann hier der Dinosaurier 5-5, der einen 3-3er mitbringt, den ich aber umwandeln kann. Waldland umwandeln, also nochmal wieder schneller Mana aufzubauen. Einfach dann irgendwie 2 Mana bezahlen, umwandeln, egal. Um einfach meine Mana-Kurve aufzubauen, je nachdem wann der kommt. Ja, hilft dann auch wieder beim Maler mit Veteran, der hat ja Abstieg 4, um da seine Marken zu kriegen. Ne? Und dann geht es halt los hier in 4-5er, beziehungsweise 5-5er durch die Schildkröte, Reichweite und wie gesagt, er kann auch für Tappen Schaden schießen. Ne? Blocken kann er Flieger auch. Ne? Den Ceratops kann nicht geblockt werden, außer von 3 oder mehr Kreaturen, aber so immer hier Dino draufhauen. Das ist natürlich auch das mit Todesberührung auch wieder super. Ne? Das heißt, das Jagdblasrohr passt dann schon ganz, ganz gut rein. Das ist alles, was ihn halt berührt, wenn ihn mit mehreren blocken wollen, sind halt alle tot. Ja? Genau. Und hier nochmal der Pilger, fliegend, eventuell nochmal stärker, auch da dem Blasrohr gefällt mir eigentlich schon ganz, ganz gut. Ne? Und dann können wir ja entsprechend unsere dicken Kreaturen halt auch kämpfen lassen gegen andere Kreaturen oder Schaden zufügen lassen. Und wir können hier Direct Damage auf eine Kreatur schießen in Höhe der Länder. Auch da hilft uns das natürlich, dass wir Länder aufbauen und aufscheuern, direkt Schaden oder auf dem Artefakt zerstören, auch schon mal gut. Deswegen ist das auch wieder eine bessere Wahl, als jetzt schon direkt abwärts in die Schlucht reinzunehmen. Ja, und dann finde ich, ist das doch eigentlich ein sehr straightforward Pre-Release-Pack-Deck geworden. Na, mit ist ja nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Genau. Na, entsprechend, wie gesagt, 9 Wälder und 8 Gebirge noch dazu. Dann ist das 40-Karten-Deck fertig. Mal gucken, wie es läuft. Ne? Aber ihr seht auch, man kann allein schon praktisch hier aus so einem
Pre-Release Pack sich auch schon ein cooles Deck bauen. Schön ist auch, wenn ihr das zu Hause spielt oder entsprechend in Teilnehmenden Stores, kommt auch gerne bei uns vorbei, zockt da mit. Und man könnte jetzt, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, sich ja aus den verbleibenden Farben, ist jetzt ja noch, da könnte man sich bestimmt auch noch ein dreifarbiges Deck bauen, was dann irgendwie weiß, blau, schwarz ist zum Beispiel. Das heißt, da kann man mit entsprechender Erfahrung schon wirklich das ganz gut verwursten und dann zum Beispiel auch gegeneinander spielen. Aber hier denke ich mir, das kann schon was. Ich habe jetzt auch mal ein paar starke Rares, ne? Und natürlich einfach Kreaturenpower macht natürlich auch was, ne? Und es ist ein Set mit Dinosauriern. Da ist es doch schön, wenn man Dinosaurier spielt. Ne? Denn die machen halt einfach Druck. Druck. Ne? Wenn es euch gefallen hat, ne, dann droppt ein Like. Ne, abonniert natürlich den Kanal, unterstützt es damit. Schreibt eure Feelings in die Kommentare rein. Ne, und kommt gerne vorbei im Store. Zockt mit. Kauft euch ein Event-Ticket. Ne? Sehen wir uns da. Ansonsten suchtet euch durch die Unboxing-Videos oder was wir noch alles so da haben. Ne? Kommen ja wirklich täglich immer ein Magic the Gathering-Video auf unserem Kanal. Das heißt, da habt ihr coole Playlists, wo ihr mal durchgucken könnt. Ne? Und ich freue mich mega, das hier zu zocken, generell X-Talan zu zocken. Holy, holy. Und bin an dieser Stelle dann raus und wünsche euch eine super gute Zeit, ein glückliches Händchen beim Öffnen, viel Spaß beim Deckbau, viel Spaß beim Zocken mit Magic the Gathering allgemein, aber natürlich ganz speziell mit den verlorenen Höhlen von Ixalan. Let's go! Tschüss!